你也想生活量。不要泡水这些。哦。老婆。你有什么东西？你看几天干？你几天都不拿，都不拿去。Das heutige Schloss enthält das dänische Parlament und das oberste Gericht. Den har et meget specielt dragespir, som består af fire sammenslyngede dragehaler. De tre kroner allerøverst oppe symboliserer Danmark, Norge og Sverige i Kalmarunionen. On your right hand side, you can see the old Danish stock exchange. It was built by King Christian IV in 1640. It has a very special dragon spire, which consists of four entwined dragon tails. The three crowns on top symbolize Denmark, Norway and Sweden. Auf der rechten Seite sehen Sie die Börse. Die Börse wurde 1640 von Christian IV. Gebaut. Sie hat einen sehr charakteristischen Drachenturm. Er besteht aus vier ineinander entwickelten Drachenschwänzen. Die drei Kronen im Topf symbolisieren Dänemark, Norwegen und Schweden. Til venstre kan I få et kort glimt af Nyhavn, hvor blandt andet H.C. Andersen har boet. Nyhavn bliver i dag også kaldt Københavns længste bar, på grund af de mange bar og restauranter. On your left hand side, you'll now get a short glimpse of the canal Nyhavn. That's where our fairy tale writer Hans Christian Andersen lived. Today, Nyhavn is called the longest bar in Copenhagen because of all the bars and restaurants. Links sehen Sie der Kanal Nyhavn, wo Märchenerzähler Hans Christian Andersen gewohnt hat. Heute nennen wir das Gebiet hier der längste Bar Kopenhagens. Venstre sejler til Oslo i Norge. Det tager 16 timer at komme derop. En lidt mindre sejler til Rønne på Bornholm. Det tager 7 timer. The large white ferry on your left hand side goes to Oslo in Norway. It takes 16 hours to get there. The other ferry goes to Bornholm. Bornholm is a small Danish island in the Baltic. It takes 7 hours to get there. Die große Fähre links fährt nach Oslo in Norwegen. Die Überfahrt dauert 16 Stunden. Die andere Fähre fährt nach Bornholm. Bornholm ist eine dänische Insel. Die Überfahrt dauert 7 Stunden.
kilometer til venstre ligger Amalie. The poor mermaid has been exposed to vandalism several times. In 1964, for example, the head was cut off and stolen. Even though the police treated the matter as if a real murder had been committed, they didn't succeed in finding a head again, so they had to make a new one. Rechts, das ist die kleine Meerjungfrau. Die Meerjungfrau illustriert eine Märchen von Hans Christian Andersen und sie sitzt auf dem Stein seit 1913. Die Meerjungfrau ist sehr beliebt, aber nicht von allen. Im Jahre 1964 war ihr Kopf abgesägt und gestohlen. Obwohl die Polizei die Sache fast wie eine wirkliche Mordgeschichte behandelte, gelang es nicht, den Kopf wieder zu finden und man sollte einen neuen Kopf herstellen. Under den næste bro kan I se, hvor Frelse Kirke bor helt tæt hold, hvis I ser op til venstre. Lige efter næste bro, men kun et kort øjeblik. Just after the next bridge, you can get a closer look at our Savior's Church if you look to the left-hand side. But only for a few seconds, so be prepared. Okay. Okay.